Moritz' Traum, zum Junior-Projektleiter befördert zu werden, ist zum Greifen nah. Doch plötzlich kommt es zu unvorhergesehenen Problemen. Achtung! Es folgen Spoiler. Moritz, Lennart Borchert, hat bei GZSZ endlich die Chance, die Karriereleiter hochzuklettern. Doch ganz ohne Hindernisse geht das aber nicht. Schon seit längerem arbeitet er als Assistent in der Eventagentur von Emily, Anne Menden, Laura, Chrisanti Kawasi und Katrin, Ulrike Frank, und hat sich dabei des Öfteren bewiesen. Das bleibt natürlich nicht an Bilohnt. Moritz erhielt von Emily die Chance, sich zu beweisen und ein Konzept für einen Kunden auszuarbeiten, mit Erfolg. Moritz' Vorschlag kam tatsächlich so gut an, dass er die Planung des Events nach seinen Vorstellungen übernehmen darf. Und nicht nur das. Sollte er diese gut über die Bühne bringen, erwartet ihn sogar die lang ersehnte Beförderung. Moritz, Models springen in letzter Sekunde ab, seit Moritz sich mit der Planung des großen Events für einen Herrenanzughersteller befasst. Muss er einen Rückschlag nach dem anderen verkraften? Seine Beförderung droht in weite Ferne zu rücken. Vor allem die Suche nach einem geeigneten Pärchen für seine geplante Werbehochzeit gestaltete sich schwieriger als gedacht. Auch als er endlich ein Paar gefunden hatte, kam es noch zu Problemen. Noch vor dem großen Event drohte dieses nämlich aufgrund von Beziehungsproblemen abzuspringen. Ebenso schwierig gestaltet sich die Suche nach einem geeigneten DJ. Doch dann nimmt Jonas, Felix van Deventer, all seinen Mut zusammen und bietet Moritz an, sein Comeback auf seinem Event zu feiern. Endlich scheint sich für Moritz alles zu fügen. Was er nicht ahnt: Am Tag des Events erwartet ihn eine böse Überraschung. In letzter Sekunde erhält Moritz einen unheilvollen Anruf. Das von ihm gecastete Pärchen sagt erneut ab, und dieses Mal unwiderruflich. Moritz steht am Rande der Verzweiflung, denn ohne ein Paar, das sich in den Anzügen des Kunden auf der großen Bühne das Ja-Wort gibt, ist sein Event hinfällig. Wieder einmal sieht er die Chancen auf seine Beförderung dahinschwinden. Doch dann bringt Jonas ihn auf eine Idee. Moritz springt selbst als Model ein. Und an seiner Seite ist niemand Geringeres als sein Partner Luis, Marc Weinmann. Nicht nur erweist sich Moritz' Event nach der symbolischen Eheschließung als voller Erfolg, auch brachte ihn der emotionale und romantische Moment auf der Bühne seinem Liebsten näher, sowie der Beförderung.